Hallo und herzlich willkommen zu meinem What the fuck? Nächsten Teil von Elder Scrolls. Das müsste jetzt mittlerweile der fünfte sein und fortfahren. Ja, das dürfte unser Spiel schon gewesen sein. So, was haben wir heute alles vor? Wir werden ein bisschen in die Arena gehen. Und ich hätte vielleicht noch vor, dass wir uns mit der Kämpfergilde ein kleines bisschen vertraut machen. Ja, das dürfte. Das passt schon. Aber hier noch was. Leer. Geil. Stadtinsel. Wow, Illusionsmagie. Toll. Ich bin begeistert. Zum Glück leider ist es so schnell. Haha. Oh Gott, halt noch. Ja, aber die herrschende Magie. Schildzauber etc. Hallo? Ich würde. Ah, ich kann was sehen. Ganz ein bisschen abzukürzen, also wir können schon mal zu jeder Stadt reisen, das ist sowieso klar, aber. Geisterstadt-Arena. Ja, geklaute Sachen kann man nicht an gewöhnliche Händler verkaufen, aber wir werden vielleicht noch Händler kennenlernen, die diese Dinge kaufen. Laden. Laden. Ah, Arena. Also bei dem Typen hier könnt ihr, bei Hundolin könnt ihr auf Kämpfer wetten. Das kann euch Geld bringen und ihr könnt verdammt viel verlieren. Also, da habe ich meistens was verloren. Müsst euch vorstellen, da kommt das blaue Team mit irgendeinem Nahkämpfer, also Faust, und der andere hat einen Zweihänder, also bitte. Unfairster Kampf ever. Lad die da. Das ist der Champion. Also der graue Prinz anführt. Also der ranghöchste momentan in der Arena. Lad die da. Hey du. Ich weiß nicht, wer ihr seid, aber ich gebe euch genau 10 Sekunden, um mir zu sagen, was ihr hier in meinem Schlachthaus tut, bevor ich euch die Arme abhacke. Sehr freundlich. Wie bitte? Ihr wollt Kämpfer werden? Seht euch doch nur an! Euch würde meine Großmutter besiegen und die ist tot. Wie soll das gehen? Wartet, ihr meint es ernst, oder? Was ist nur mit euch allen los? Ihr kommt an, wollt Kämpfer werden und am Ende zieren eure Eingeweide meinen roten Salon. Cool. In Ordnung, du kommst zu deinem eigenen Begräbnis. Willkommen in der Arena, du räudiger Kampfhund. Ihr seid frei zu kämpfen, solange euch die Wettkampfregeln geläufig sind. Wuff. Lasst mich euch euer Kampfgewand überreichen. Das ist die Uniform aller Arena-Kämpfer. Wollt ihr ein leichtes Gewand oder ein schweres Gewand? Natürlich ein schweres. Hier, darauf könnt ihr stolz sein. Und geht sorgfältig damit um, Ja, ja? genau. Dann kann ich es nach eurem Tod an den nächsten Selbstmordkandidaten weitergeben. Ist das Sagt nicht es mir freundlich einfach, hier? wenn ihr. Also ich finde ihn freundlich. Rüsten wir gleich mal unser neues Gewand aus. Schwuppdiwupp. Und dran. Das sieht okay aus, würde ich sagen. Ihr seid noch nicht auf dem Weg nach Hause zu eurer Mama? No. Das ist ein gutes Zeichen. Ja, bereit für eine Partie. Also gut, ihr Wurm. Sieht so aus, als hättet ihr euch in euer Kampfgewand geworfen und wäret kaum noch zu halten. Der rote Salon ist gleich dort drüben. Wenn ihr bereit seid, euch ausweiden zu lassen, dann geht einfach die Rampe zur Arena hoch. Viel Glück und möge Asura eurer Seele gnädig sein. Ich mag nette Leute genauso wie ihn. Nicht. Oh, wen haben wir denn da? Was ist denn drin? Schweinekotelett. Oh, mein bester Freund. Egal. Ich mag das Schweinekotelett. So, jetzt geht's hier hoch und bei jedem Kampf werde ich einen kleinen Safe machen. Da. Passt. Okay, und durch. Ach ja, wer kommt nicht gern rein und sieht gleich Blut und Gedärme an den Wänden? Die Spuren sagen eindeutiges. Hopp, hopp. Ihr Leute der Kaiserstadt, seid Block. willkommen in der Arena. Block. Ja, komm. Für diesen Kampf haben wir Frischfleisch. Zwei Schön. brandneue Kampfhunde. Uff. Verlieren wir also keine Zeit. Möge der Kampf beginnen. Jetzt gibt's aufs Maul.
Komm, mach zu. Was zum? Schlampe. Zack. Was zum? Komm, komm, greif an. Du dumme... Ja, genau, heil dich auch noch. Kannst du mal aufhören, dich zu heilen? Komm, greif an. Greif an. Greif an. Komm, 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 komm. Au. Ja, genau, die steht auf einmal so schnell zu. Komm, 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 komm. Zack und tot. Und. Yay. Nee, weißt du, ich bleib jetzt ja noch stundenlang drin stehen. Trottel. Hüpf. Hatte ich gesagt, hüpf, hüpf, hüpf. Vielleicht, wenn ich jetzt mal rummache. Akrobatik ein bisschen skillen und wenn wir jetzt das Becken der Erneuerung benutzen, das geht nur einmal nach einem Kampf. Schwupp, alles wieder voll. Was zum? Falsche Taste. Ich finde das ziemlich praktisch. So. Bei den neuen Göttlichen. Ihr habt es geschafft. Ja. Ihr habt tatsächlich gewonnen. Ja, verdammt. Ihr seid ja doch nicht so schlecht, wie ich dachte. Kampfhund. Vielleicht überlebt ihr ja genug Kämpfe, um in den nächsten Rang aufzusteigen. Die werde ich zeigen. Hier, Kind, euer Lohn für den Sieg. Jetzt mein Lohn. Gut, ihr seid also doch kein kompletter Versager. Jetzt müsst ihr euch mal aufhören, was ihr wirklich gesagt. Ich habe gehört, ihr seid ein Idiot. Ist da etwas Wahres dran? Nein. Das ist genau der richtige Geist. Ihr bietet dem Volk von Korol ein gutes Spektakel und ich sorge dafür, dass ihr ein anständiges Begräbnis erhaltet. Cool. Besser als nix. Was ich letztens gelesen habe, was ziemlich lustig ist. Der Jeremy Soule, der hat einige Untermalungen von Oblivion-Musik gemacht, was ziemlich interessant ist. Und es gibt in einigen Foren Gerüchte über einen Multiplayer-Mod, aber ich glaube es eher nicht, weil... Wer wird siegen? Wie soll das gehen? Der Kampfhund aus dem gelben Team oder der Kampfhund aus dem blauen Team? Blau. Finden wir es heraus. Schließ die Tore. Gelb, gelb, gelb sind alle Feinde tot. Oh. Oh, danke, sehr aufgemacht. Ha, hab ich getroffen. In your face. Komm. Yeah, Fertigkeit verbessert. Warum heilige ich sofort immer? Spruch dann. Komm. Unfair. Oh, komm. Komm einfach her und stirb. Ja, komm. Einfach. Hey. Loser. Ja, das war's. Zack. Was ist denn das Langschwert? Und Eisenschild. Wir können die Gegner nicht ausweiten, wir können ihre Sachen nicht mitnehmen. Das ist ziemlich... später werde ich mich darüber wahrscheinlich noch ziemlich aufregen. Lampe und... Batsch! Jetzt habe ich vergessen zu safen, das ist jetzt auch egal. Niedrige Ränge, die gewinnt man eigentlich. Jump. Jump. Und nebenbei noch Zauber wirken. Jump. 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 Ja, ich weiß, das ist ziemlich lame, aber ich mach's einfach so. So. Schwupp. Den können wir auch mal kurz sprechen. Hi, Freund. Und, euch habe ich hier unten im Schlachthaus meines Wissens noch nie gesehen. Erlaubt mir, mich vorzustellen. Mein Name ist Agronak Gromalok. Cool. Die meisten nennen mich den Grauen Prinzen. Grow. Eigentlich ist es etwas albern, sicher. Aber die Menschen von Cyrodiil wünschen sich eben Helden. Und diesem Wunsch komme ich nur zu gerne nach. Kein Kommentar. Ihr seid also ein Arena-Kämpfer. Es ist immer gut, Kollegen kennenzulernen. Besonders, wenn sie nicht nur darauf aus sind, den Großmeister umzulegen. Das will ich aber tun. Der Graue Prinz. Ja, so nennt man mich. Daran bin ich wohl zum Teil selbst schuld.
Ich habe nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass ich nur zur Hälfte ein Ork bin. Ich bin der Sohn eines Fürsten, doch blieben mir die Privilegien eines Adligen, die mir zustehen, versagt. Also bin ich der Graue Prinz geworden. Ein selbsternannter Adliger. Nett. Jedoch könnte ich beweisen, wer ich wirklich bin und der Welt zeigen, dass auch ein Ork zu edlem Blut und edlen Taten fähig sein kann. Vielleicht, Ochsenkugel. Ja, ihr könntet mir helfen. Ja. Ja, komm, mach mal. Ich bin in der Kaiserstadt aufgewachsen, aber ich wurde woanders geboren. Meine Mutter war Dienstbotin bei Fürst Lovidicus und hat bei ihm in der Festung gewohnt. Die Fürstin Lovidicus war eine wahre Xantippe. Der Fürst und meine Mutter wurden Vertraute und verliebten sich schließlich ineinander. Ich bin das Ergebnis ihrer Vereinigung. Das wollte ich unbedingt wissen. Als die Fürstin von meiner Geburt erfuhr, wurde sie rasend vor Wut und drohte, meine Mutter und mich umzubringen. Also flohen wir und verzichteten auf Scheiße, meinen Anspruch auf eine adelige Herkunft. Bitte fahrt fort. Meine Mutter ist kürzlich gestorben. Aha. Bevor sie dahinschied, gab sie mir diesen Schlüssel und sagte, er würde mir an meinem Geburtsort Krähenheim die Wahrheit eröffnen. Krähenheim ist eine Festungsruine weit westlich von hier. Ich würde selbst gehen, aber ihr müsst nach Krähenheim reisen und mit dem Schlüssel das... Besorgt mir die Beweise und ich werde euch einige meiner besten Kampftechniken beibringen. Seid versichert. Okay, jetzt gibt es es gibt eine Zwickmühle darin. Wenn ihr diesen Quest macht, lernt euch was, aber... Ach, ich erkläre es euch dann, wenn es soweit ist. Egal. Du. Gut, ihr habt es also schon wieder geschafft. Was wollt ihr von mir? Eine Umarmung? Ja. Nehmt euer Gold und dann verschwindet. Das gelbe Team wird nicht gegen sich selbst kämpfen, du fauler Kampf. Ja, verdammt. Ihr seid bereit, aber die Arena noch nicht. Ah, ja, stimmt. Ja. What the? No? Ja, gut, okay. Es ist... ein paar Stunden gewartet. Ladida. Kann noch alles zu Oblivion ziehen. Fällt gerade nichts Relevantes ein, was wirklich... Würdest du vielleicht mal machen, Uhr? Danke. Was wirklich interessant ist. Das gelbe Team wird... Ja, komm. Ihr müsst ja geradezu darauf brennen, euch umbringen zu lassen. Hä? Ja, verdammt. Also gut, geht zurück. Nee, weißt du, ich renn jetzt dahin. Oh ja, die ist auch freundlich. Ich bin nicht hier, um zu schwatzen, du Abschaum vom blauen Team. Dir gebe ich noch auf die Fresse, du blöde Schlampe. Das kannst du dir versichern. Na, der gehört zu uns, oder? Ja. Der ist so... Ach, Nahkampf. Dumm. Wenn man Nahkampf sogar blockt, also wenn man Nahkampf blockt, kann der Gegner trotzdem draufhauen. Das macht einem nur ein bisschen weniger Schaden. Wow. Geil. Speichern. Ja. Ja, okay. Und durch geht's. Ja, Schlachthaus an der Arena trägt den Namen zurecht, oder? Jetzt regnet der immer noch. Dummer Regen. Hier, Leute, mach auf! Seid willkommen in der Arena. Ja, egal. Schwupp. Seid ihr bereit für ein Blutbad? Jupp. Der Sieger des Kampfes wird im Rang aufsteigen. Cool. Es steht also viel auf dem Spiel. Kampfhunde, zeigt uns, was in euch steckt. Viel. Okay, komm her. Ah! Nein, das ist der. Komm. Ah! Was? Ah! Ja! Das ist gar nicht mal so stark. Schieß doch, Mann. Ja, fast.